Der Anführer der prorussischen Separatisten in der Ostukraine, Alexander Sachartschenko, ist bei einem Bombenanschlag getötet worden. Der 42-Jährige starb bei einer Explosion in einem Café in Donetsk. Russland macht die Ukraine für das Attentat verantwortlich. Doch die Regierung in Kiew weist jede Beteiligung zurück. Mehrere Personen wurden festgenommen. Wie wird der Tod Sachartschenkos die Situation verändern? Eine Einschätzung von Weltkorrespondent Christoph Wanner aus Moskau. Ich denke überhaupt nicht, denn der Separatistenführer Sachartschenko war ein Chef von Moskaus Gnaden. Die Russen haben in der Ostukraine, in den beiden abtrünnigen Provinzen Donetsk und Lugansk, das Sagen. Sie unterstützen die Separatisten finanziell und militärisch. Und wenn jetzt ein neuer Separatistenchef kommt, hängt der wieder von Moskau ab. Und es wird getan in der Ostukraine, was Moskau vorgibt. Und die Russen, das hat Putin auch klar gemacht, haben nicht vor, diese abtrünnigen Gebiete fallen zu lassen. Sachartschenko war seit 4 Jahren der Anführer der selbsternannten Volksrepublik Donetsk.